Hallo, moin, moin und hallo, herzlich willkommen zum nächsten Part Eurotruck Simulator 2 im Singleplay auf der TSM-Map. Wir sind ja hier noch immer in Osnabrück und waren dann nochmal eben schnell bei der Werkstatt. Und zwar hatte ich ja angekündigt, dass wir vorne die blauen Blitzlichter in orangene Blitzlichter umtauschen, das haben wir gemacht. Und gleichzeitig haben wir auch an der Innenausstattung mal einiges machen lassen. Hier so ein bisschen was rein. Gardinen hat es leider nicht gegeben. Die vorgeschriebene Warnweste. Lass das Ganze mal so ein klein bisschen noch schöner macht. Ist erstmal so ein recht alter Volvo Tuning Mod, den ich gefunden habe. Ich hoffe, dass es da irgendwann noch was Neues gibt, aber mir ist aufgefallen, dass es zwar X viel für Scania und für DAF und jetzt mittlerweile auch für den Actros gibt, aber für Volvo ist das noch nicht so wirklich viel. Aber so geht es schon mal einigermaßen. Wir wollen zusehen, dass wir hier Ladung kriegen und dass wir wieder vom Acker kommen hier. Ja, ich denke mal, dann fahren wir Tiefkühlkost nach Marseille. Oder nee, Quatsch, wir fahren Motorenteile wieder nach Norwegen hoch. Ja, das werden wir tun. So, wohl würde ich sagen, auf geht's. In den Kreisverkehr rein blinkt man nicht. Aus dem Kreisverkehr raus blinkt man. Aufgefallen, dass meine Zusatzhörner leider nicht mehr funktionieren, seit ich das hier so ein bisschen getunt habe. Nur noch die normale Hupe. Aber damit kann man, denke ich, auch noch leben. Jetzt mal ausprobieren, wenn ich da mal andere Hörner drauf mache, ob es dann wieder geht. So, moin. Guten Abend, vielmehr. Ich will die Motorenteile abholen. Jo. Stehen an Rampe 14. Dankeschön. Papier hole ich gleich. Das war ein bisschen arg angelehnt. So, jetzt holen wir so die Papiere. Jetzt hier geben. Jo, danke. Und dann geht's los. Wir sind ein bisschen übermotiviert hier.
der Geschwindigkeit. Und auf geht's. Gucken, wo die Sperrung war. So, die Sperrung ist doch, wenn ich mich recht entsinne, ist hier doch gesperrt, ne? Irgendwo hier ist die Sperrung. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall erstmal wieder Richtung Hamburg. Das heißt, müssen wir gar nicht. Wir fahren da. Und dann fahren wir in Rostock auf die Fähre. Bleibt sicher gleich. Das heißt, wir donnern hier einfach hoch. Und werden dann Richtung Rostock fahren und in Rostock einfacher ist es, über Hamburg zu fahren. Hamburg, dann Elbtunnel. Und dann da hoch. Jetzt über Rostock, das wäre ein Umweg. Na, wir fahren über Hamburg. So, geht weiter. Geht das nur los oder geht das nur los? Kein los.
Hamburg bei der Firma auch noch gleich tanken. Da kostet unser Diesel ein bisschen weniger als hier in der freien Wildbahn sozusagen. Ziel 1, Hamburg, Zentrale, Tang. Irgendwie muss ich mir echt die Automatik von dem Gerät hier nochmal anschauen, ne? Der kommt teilweise nicht so richtig aus dem Quark, weil er dann nicht richtig schaltet. Danach, wenn er einmal in Spur ist, dann läuft das gut. Schön durch die Nacht. Schön ist bei diesem Mod für den Volvo, gibt es sogar Beifahrer. Aber die sehen sowas von doof aus, dass ich mich dann doch für die Warnweste entschieden habe. Obwohl ich das gerne mal hätte, hier so einen Beifahrer dabei zu haben. Ich habe mal in irgendeinem Mod vor Jahren auf irgendein Bild mal gesehen, dann lag da so eine hübsche Anhalterin hinten in der Kugel. Das sah auch ganz nice aus. Schmeug an den Augen hier.
Gab ja jetzt auch so ein Mod, wo man sich so die Telemetriedaten auf dem zweiten Monitor ziehen konnte, also dass man da Tacho und alles hatte. Was ich nochmal ganz schön finde, wäre, wenn man sich so die große Navigationskarte mal auf dem zweiten Monitor ziehen könnte. Dass man doch immer noch ein bisschen mehr eine Übersicht hätte, wo man langfahren könnte, müsste, wollte. Zügig unterwegs. Aber haben wir alles im Griff, haben wir alles im Griff. Hamburg, meine Perle. Ja, mal eben gucken, so peinlich das ist, wo jetzt genau unsere Zentrale war. Ja, hier, ne? Also dann. Bin leider zu selten hier.
Ja, geradeaus und dann rechts, genau. Wir sind in der Heimat. So, wir sind in unserer Firma angekommen. Wir werden jetzt hier noch einen Tass Kaffee trinken, kurz mal E-Mails checken. Und dann werden wir gleich den Tank nochmal vollschmeißen, dann geht es direkt weiter. Ich hoffe, ihr seid dann weiterhin dabei. Wir sehen uns dann zur Abfahrt. Bis dahin, reinhauen. Tschüss.